Hey, willkommen zurück zur neuen Folge Dying Light 2. Und ja, ich habe jetzt das Spiel gerade hier geladen und bin jetzt irgendwie hier gespawnt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir genau in der letzten Folge aufgehört haben. Also auf jeden Fall irgendwo beim Krankenhaus. Aber warte, wo bin ich jetzt überhaupt gerade? Warte, die Map. Okay, habe ich jetzt schon freigeschaltet. Ich denke mal, wir haben irgendwo hier auf jeden Fall aufgehört. Okay, wir müssen jetzt da nach hinten. Das wirst du brauchen. Sieh dich in der Stadt um, Old Villador. Viel Interessantes, das du dir ansehen solltest. Okay, wir müssen ein Windrad markieren. Fernglas. Mit einem Fernglas können Sie wichtige Orte der frei erkundbaren Welt entdecken. Halten Sie halt Kreuz nach links gedrückt und drücken Sie, um es zu verwenden. Okay. Beobachten Sie das Fadenkreuz in der Display-Mitte genau. Es wird kleiner, je näher es einem Ort ist, der entdeckt werden kann. Okay, Orte, die mit dem Fernglas entdeckt werden, werden Ihrer Karte automatisch hinzugefügt. Okay, so. Okay, jetzt haben wir es Siehst du die markiert. Kirche? Da haben uns die Heuler verfolgt. Sie ist der Mittelpunkt dieses Stadtteils. Okay, warte, Karte öffnen. Okay, warte, jetzt müssen wir irgendwie die Kirche. Warte, wo ist denn jetzt die Kirche? Achso, da, okay. Noch ein Windrad. Okay, warte, was genau muss ich jetzt machen? Okay, warte mal. Die Kirche, aber wo ist denn eine Kirche bitte? Achso, da hinten das. Da findest du Tafeln mit Leuten, die in der Stadt vermisst werden. Eine zum Beispiel in der Nähe der Kirche. Vielleicht findest du dort was über deine Schwester raus. Und wenn nicht, dann genieß es halt einfach. Die Welt ist ja eh schon am Arsch, hm? Schlimmer kann's nicht werden. Ich melde mich, wenn ich alles im Griff habe. Okay, Zugang zum Händler. Okay. Sie haben auf Ihre Karte die Zoom-Stufe freikundbare Welt freigeschaltet. Hier sehen Sie alle Aktivitäten in der frei erkundbaren Welt, die Sie mit Hilfe eines Fernglases oder durch Erkundungen entdecken. Basar, das ist eine Siedlung. Dann wieder ein Windrad. Sicherheitszone. Okay, das Krankenhaus. Okay, willkommen in Villador. Sie haben nun die offene Welt von Villador freigeschaltet. Ihr erstes Ziel ist das Zentrum der Überlebenden, der Bazar. Dort finden Sie einen Händler, einen Ruheplatz und Ihr Versteck. Okay, also mit dem Fernglas halt dann kann man ja Windräder und sowas entdecken und neue Sicherheitszonen. Bei Erkunden der Welt sollten Sie den Kompass im Auge behalten. Und nach Begegnungen suchen. Durch sie bekommen sie Gelegenheit, Bürgern von Villador zu helfen und dafür EP und verschiedene Belohnungen zu erhalten. Okay. Warte, da ist schon irgendwas. So eine blaue Markierung ist eine Begegnung, oder? Was?
Zimmer. Na, da kann ich nicht runter. Ich kletter mal lieber bei der Leiter runter. Oh shit, Alter. Ich dachte, ich bin schon weiter unten. Ach so. Okay, da sind ein paar Zombies. Verwend mal. Na, der ist schon fast komplett abgenutzt. Jawohl, dann verwende ich den nochmal. Bis der kaputt ist. Okay, zwei Leben noch. Okay, keine Ausdauer mehr. Und alle tot. Okay, schau mal kurz auf die Map. Wir müssen jetzt erstmal dann dorthin. Dachschule. Ist auch eine Siedlung. Okay, da ist, glaube ich, okay, ein bekannter Ort. Noch nicht entdeckt. Ist da wer drin? Ach so. Dann hole ich jetzt meine Waffe raus. So, beide tot. Warte, ich loote noch die andere hier. Warte, wo ist die jetzt? Also hier. Lass mich hier nicht verorten. Wie soll ich dem jetzt überhaupt helfen? Warte, ich klettere mal hier nach oben. Jetzt komme ich hier ganz nach oben und jetzt kann ich irgendwas machen. Ah, okay. Aufputschmittel. Also Aufputschmittel. Immunität. Okay. Kann ich irgendwie rein? Anscheinend nicht. Und was ist hier drin? Teile. Und tot. Warte mal, hier ein Ziegel. Oh, voll in die Fresse. Ah, warte mal, da hätte ich wieder so, ja. Okay, warte, jetzt habe ich nur noch zwei Waffen, oder? Ach, shit. Oh, da ist nochmal der Ziegel. Der dritte, Alter, das ist geil. Und schon. Und tot. Ach, shit. Ah, da kommen noch welche. Kann einfach übelst Bock, die ganzen Zombies hier zu killen. Ich würde sagen, die töten wir noch alle und dann gehen wir erstmal weiter. Jetzt auch schon wieder fast kaputt, die Waffe.
der ist tot. Und tot, passt. Warte mal, boah, shit, da lebt noch einer. Okay, wir müssen dorthin. Dann renne ich erstmal dort in die Richtung. Warte, ein Auto, das kann ich glaube ich durchsuchen, oder? Also den Kofferraum kann ich ja durchsuchen. Harz wieder. Oh, ich hab keine Waffen mehr, scheiße. Ah, doch, hier. Die Keule habe ich noch. Oder warte mal, habe ich nicht im Inventar noch irgendwas? Naja, nicht wirklich. Warte mal, Waffen 6 von 24? Rucksack? Na, ich habe glaube ich gar nichts mehr. Ja doch, hier habe ich ja noch was. Grobe Machete. Dann rüste ich die erstmal aus. Dann das hier. Achso, warte mal. Achso. Kann ich das irgendwie verschieben hier? Warte mal, entfernen. Oh, warte mal, was? Habe ich die jetzt zerstört oder was? Okay, aber nur fallen gelassen. Hier nochmal rein. Jetzt habe ich die hier auf Platz 1, das passt. Warte mal, 17 Schaden, 16. Ein Tischbein. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt mitnehmen soll. Warte, die macht, okay, Machete macht nur 14 Schaden eigentlich. Die Hippe hier, die macht 19 Schaden. Ist eigentlich gerade die beste Waffe, die ich hier habe. Dann das Hackmesser ist eigentlich auch ganz gut. Das packe ich mal hier unten hin. Ich will eben die Machete verwenden. Oder nee, die Hippe. Ja, dann verwende ich die erstmal. Da vorne sind eh schon wieder Zombies. Ah, hier liegt auch noch einer rum. Boah, macht das Bock mit jetzt spielen. Und ich schau hier mal rein. Vielleicht suchen. Ausgehschuhe, okay. Da ist noch ein Rucksack. Was ist da drin? Welche Münzen? Also halt Geld. Zigaretten. Ein Stoffhetzen nochmal. Okay, da kann ich leider nicht reinschauen. Ist hier irgendwas drin? Okay, geht auch nicht. Hier kann ich auch reinschauen. Oh, ich hab's einfach nicht ausdauert, leider. Okay, ich renne erstmal weiter jetzt. Warte, wir müssen dort nach hinten. Ja, die ist auch schon tot.
Einfach mal alles mitnehmen. UV-Zauberpilze, okay. Stellt einen Teil ihrer Immunität wieder her. Okay, warte mal. Kann ich den irgendwie verwenden direkt? Wo habe ich die überhaupt? Achso, Arznei habe ich hier oben. Dann verwende ich die mal direkt, oder? Okay, ich rüste mal wieder den normalen Arznei hier aus. Achso, Goldmünze, das ist aber nur zur Ablenkung, oder? Werfen, um etwas Lärm zu machen und die Aufmerksamkeit der Feinde zu erregen. Okay, das ist aber wirklich nur zur Ablenkung. Ich will irgendwie noch die Autos hier unten durchsuchen. Hier ist auch gar nichts. Und hier auch nicht, okay. Warte mal, hier oben. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal da nach oben. Da komme ich hoch, das ist gut. Oh shit, okay, das war schon knapp. Nein, oh, jetzt fahre ich wieder ganz runter. Okay, warte, ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Oder warte mal, beim Fenster kann ich hier auch rein, glaube ich. Ach shit. Brauche ich mich nicht tot. Lass mich da raus hier. Und ich heile mich erstmal. So, alle tot. Okay, passt. Boah, hinter mir da was. Boah, scheiße, nochmal zwei. Ah, da kommt auch nochmal einer. Schon. Okay, geil, tot. Dass man die Zombies sehr leise töten kann, das musste man ja im ersten Teil erstmal halt, also es war eine Fähigkeit, das musste man erstmal kaufen. Oder freischalten. Komm schon. Dann den oder die erstmal. Übelst geil, wenn man einfach alle so töten kann. Ah, ach shit, boah, das war knapp. Boah, hinter mir. Nein. Komm mal rein, Schlag. Und das war's. Jetzt gehen wir erstmal hier nach oben, weil ich wollte eigentlich aufs Dach, weil da noch irgendwas war. Ich glaube, ich ignoriere jetzt die Zombies erstmal.
Dann hier in Rom. Ach, es sind menschliche Gegner. Ach, shit. Oh, shit. Ja, warte mal. Ach, shit. Okay, so viel halten eigentlich hier gar nicht aus. Ach, shit. Aber sie sind schon ziemlich stark eigentlich. Alter. Oh, ich hab gar nichts mehr zum Heilen, oder? Hier, warte mal. Ach, scheiße. Dann würde ich mal kurz das hier. Alter, warum hat die mich getroffen? Ich war doch voll weit weg. Achso, der hinter mir, oder? Alter, wow, Alter. Boah, ich hätte schon fast... Oh, shit. Ich dachte schon, ich fall ganz rum so. Setz los. Komm, den anderen haben wir gleich. Alter, sind sie stark. So. Haben wir alle? Hat der andere dann weg, oder? Jetzt ist er tot. Zigaretten und Arznei. Okay, dann kann ich mich mal direkt heilen. Da brauche ich einen Dietrich und das ist ein Mittel. War der hier irgendwo? Okay, wir haben es. Okay, die sind wie da in diesem Brett drin, die Kiste hier. Okay, mal Reis und sonst irgendwas. Okay, anscheinend nicht. Okay, warte mal. Ja, wir müssen immer noch dorthin eigentlich. Okay, warte, hier komme ich glaube ich rüber. Verdammte PKs. Sie blockieren den Weg zum Zentralring. Okay, wer ist da aus? Ich wette, ihr fragt euch, wie diese Beißer im Tageslicht überleben. Die UV-Strahlen töten sie mit der Zeit. Es braucht nur ziemlich lange. Mit wem redet überhaupt? Ja, ist egal, ich gehe einfach mal weiter. Okay, dunkle Höhlen, verlassene Läden. Ja, das sind zwei Orte der freikundbaren Welt, an denen sich wertvolle Beute findet. Okay. Tagsüber wimmelt es hier nur von Infizierten, daher ist es klug, sie nachts zu erkunden. Ja, okay. Verlassene Läden bieten ihnen seltene Fertigungsteile, die sie zur Erstellung von Waffen, Mods und anderen fortschrittlicheren Artikeln nutzen können. Dunkle Höhlen sind die besten Orte, um Wertsachen und Geld aus der alten Welt zu finden. Erbeuten sie diese Gegenstände, um ihren Wohlstand zu mehren. Okay, warte mal, hier sieht ich da einer irgendwo? Oder warum wurde mir das jetzt hier angezeigt? Kamille. Okay, der greift mich aber nicht an, oder? So, Honig. Jetzt hab ich auch eine Schaufel. Nun, schräg abschneiden? Okay, warte, bin ich irgendwie in einem Lager oder so? Warte mal, hier ist noch irgendwas. Voilà. Schließlich existiert doch etwas Gutes in dieser verrotteten Welt. Okay, hier unter mir, oder? Wir sind hier zusammengekommen,
um einer der unseren zu gedenken. Das sind nochmal welche. Die der Tod von uns genommen hat. Wir kannten Dominika alle. Ihre unpassenden Witze. Ah, hier ist ein verlassener Laden. Okay. Okay, ist glaube ich diese Kirche. Oder ist das eine Kirche? Der Wind kommt aus Osten, das ist ein schlechtes Omen. Ich habe Geschichten über einen unglaublichen Rosengarten in einem der Häuser südlich von Quarry End gehört. Ich frage mich, ob er noch da ist. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, hier müssen wir dann rein. Ja gut, Leute, dann würde ich zuerst mal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.